Hallo, liebe Modellbaufreunde. Ja, passend zum T-Shirt ein neues Video aus der Rubrik Legenden aus Stahl. Ne? Ist er ja eigentlich auch. Der Leopard 1. Hier in der Version 1A5 von Revell. Und für alle Chaos-Theoretiker da draußen, nein, es ist nicht der Leopard 1A5 von 1900 noch was. Es ist der, dieser Bausatz basiert auf dem Leopard 1 Bausatz, und zwar den hier. Also noch nicht so alt. So, zum genauen Alter müsste ich jetzt gleich mal gucken. Kann ich euch dann nachher dann sagen. Ja, also wie gesagt, in der Optik hier kostet roundabout 34,95 €. Den Link zu Revell und zu Scalemates haue ich euch unten noch mit rein. Ja, zum Boxart ganz normal ein Originalfoto vom Leo 1A5. So, und hier hinten wie immer Bilder vom fertigen Modell und hier halt eben die Teile. Ja. Dann sammeln wir nicht lange und schauen einfach in die Box rein. Bis gleich. So, liebe Freunde, da sind wir wieder und wir fangen wie immer an mit unserer Anleitung. Hier markant auch dieser Draht, der da oben drauf ist. Das ist für die Antennen gedacht. Kommen wir gleich noch drauf zurück, wenn wir an dem Punkt sind, wo wir dann diesen Draht verwenden sollen. So, wir haben unsere Decals. Der Bausatz ist von 2020. Steht zumindest hier drauf, ne? 2020. Die Ursprungsform vom Leopard 1 ist von 2015. So, also noch nicht so alt. Und das wird sich dann auch bemerkbar machen. Leute, die den alten Leo 1A5 haben, werden merken, dass hier wesentlich mehr Teile mit bei sind und auch wesentlich detailreicher. Gut, wir haben hier unsere Decals mit verschiedenen Nummernschildern, auch schön randscharf gedruckt. Also da ist jetzt nicht so wirklich mehr großartig Trägerfilm drauf. Das gefällt mir richtig gut. So soll das sein. Und mittlerweile ist es ja auch schon Standard überall, dass nicht mehr so ein extremer Trägerfilm da zu sehen ist. Warnhinweise kennen wir alle. Unsere Farbangaben. Dann haben wir hier unsere Teileübersicht. Und es geht auch schon los mit dem Zusammenbau der Wanne. Mehrteilig, nicht so wie beim alten, wo eine Wanne gewesen ist. So, wie beim Panzer ganz normal. Es wird das Fahrwerk zusammengebaut, Laufrollen, Antriebsrollen, Spannrolle. Dann bauen wir dann unsere Schwingarme ein, wo auch gleich schon das Dämpfersystem mit bei ist. Relativ einfach. Laufrollen rauf. Kette ist eine Vinylkette, wird dann halt eben auf die Oldschool-Art zusammen gemacht mit einem heißen Schraubenzieher. Kann man natürlich dann aber auch auf dem Aftermarkt besorgen. Da gibt es ja mittlerweile sehr viel Auswahl. So, dann werden Löcher gebohrt für die ganzen Teile, die hier an die Wanne rankommen. Die Wanne, Oberwanne, Unterwanne wird zusammengebaut. Und dann geht das los. Dann haben wir hier noch zwei verschiedene Versionen der Lüftergitter. Das ist dann Bauschritt 61 bis 64 oder 62 bis 63 haben wir hier. Und zwar sind das die Versionen von dem Leopard, wo man sich dann was aussuchen kann. Darauf bitte achten. So. Seitenschürzen kommen ran, Kleinkram, Bordwerkzeug etc. pp. Tarnleitkreuz, Abschleppseil wird ran gemacht und weiter mit Kleinteilen. Dann geht es mit dem Turm weiter, die Aufnahme für die Bordkanone wird gemacht, die dann beweglich ist, Kleinteile. Und dann geht es weiter mit der zweiteiligen Bordkanone. Dann kommt hier der Feldjustierspiegel ran. Staukorb haben wir hier. Nebel,
Becher, also Nebelwurfbecher, Luken und dann kommt dann noch die Zusatzpanzerung hier an der Seite ran. Das ist so eine Gummi-Kevlar-Panzerung, die halt eben sehr gut gegen Hohlladungen wirken soll. So, und hier haben wir das mit dem Draht. Vorweg, die kommen wir mal ein bisschen näher, damit wir das auch mal schön uns anschauen können. Die Antennenfüße sind so gedacht, dass sie am Modell sind, ohne Antennen oben drauf, also hier mit so einem Gummiverschluss zu. Und dann soll man halt eben den Draht auf Länge abschneiden, mit einer Kerze heiß machen und dann da reindrücken. Ist meiner Meinung nach nicht so wirklich, ja, nicht so wirklich optimal. Erstens muss man da genau zielen, um das zu treffen. Ich habe es mal probiert, ich habe es nicht geschafft, genau da die Mitte zu treffen. Und der Draht wird auch ziemlich schnell kalt, also ist es mit einem Versuch sowieso nicht getan. Und man könnte sich dabei verbrennen. Nicht umsonst, fällt euch hier was auf, nicht umsonst ist hier das Modell nicht mit Antennen dargestellt. Also entweder hat es noch keiner probiert oder hat es auch nicht geschafft. So, das ist somit das einzige Manko, was mir da nicht so besonders dran gefällt. Was jetzt so den ganzen Aufbauprozess sagt oder gibt. Es gibt im Zubehörmarkt auf jeden Fall noch Antennen, die schön gedreht sind, die Antennenfüße und dann halt eben die Antenne oben mit drauf ist. Ja, das lassen wir dann mal so stehen. So, dann kommt der Turm auf die Oberwanne, auf die Unterwanne rauf und dann haben wir hier noch wahlweise nach unten geklappt oder nach oben geklappt die Rohrverzerrung für den Straßentransport oder für den Straßenmarsch und unsere Rückspiegel entweder wahlweise aufgeklappt oder heruntergeklappt. Versionen haben wir hier Panzerbataillon 14 Hildesheim, dann Panzerbataillon 74 Cuxhaven Altenwalde, Panzerbataillon 413 in Torgelow, das ist von mir nicht weit weg, und dann die 383 Bad Frankenhausen. Ja, und da habt ihr dann verschiedene Decals und dann seht ihr dann auch hier, wie denn die Version gewesen ist mit dem mit der Abgasanlage. Gut, zu unseren Teilen. Wir fangen erstmal mit den Vinylketten an und mit den anderen Gummiteilen. Vinylkette ist jetzt nichts Neues oder so. Da zeige ich euch auch nichts Neues. Ist eine Vinylkette, die sich sehr gut stretchen lässt. Innen drin haben wir viele, viele Auswurfmarken. Und hier die Seiten, also das Blau hier mit dem Licht, das macht sich richtig super hier. Und hier haben wir dann, ne? Übrigens, so sehen Arbeiterhände aus. Und hier haben wir an der Seite halt eben einen kleinen Formtrennungsgrad, wo dann die Kettenbolzen sind. Haben wir auch schon mal schlimmer gesehen. So, ansonsten ist die Kette in Ordnung und die kann man auch so verwenden. Alles in Ordnung. Ich persönlich bin halt eben kein Fan von diesen Gummiketten und dementsprechend tausche ich die sowieso aus. Hier haben wir ja eine Gummileitung, die kommt oben auf den Turm drauf. Und hier haben wir unsere Abschleppseile. Die hatte ich auch schon ziemlich oft bei anderen Bausätzen vom Leopard 1 bemängelt, weil dieses Abschleppseil sieht einfach nicht nach einem Abschleppseil aus. Tut mir leid, Leute, aber es ist so. Ich suche jetzt mal hier was mit einem weißen neutralen Hintergrund, dann kann man das noch besser sehen. So. Und zwar, wenn wir uns das mal ganz genau anschauen, das sieht aus wie, ja, als wenn einfach um etwas nur Draht rumgewickelt wurde. Es sieht aus wie so eine Sprungfeder oder sowas, ne? Wenn man sich gedrillten Draht anschaut, der sieht ganz, ganz anders aus, ne? Oder halt eben im Original. Also kommt dem eigentlich so gut wie gar nicht, noch nicht mal ansatzweise entgegen, dass es aussieht wie so ein
gedrilltes Stahl sein. Das ist auch eine der Sachen, die mir nicht gefallen. Könnte man besser machen. Es gab auch schon fertige Teile, die dann schon die Form hatten an der Seite vom Panzer, wo man das dann da halt schon direkt angeklebt hatte. Und das sah dann besser aus als das hier. Okay, so. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Der Zubehörmarkt hat auf jeden Fall viele, viele Alternativen. So. Findet ihr dann auch, wenn ich dann diesen Bausatz bei Scalemates dann verlinke. Gut. Kommen wir zur Oberwanne und Teilen der Unterwanne. Schön sieht es aus, auf jeden Fall. Schönes, feines Lüftergitter hat der Panzer. Kommen wir gleich ins Detail noch. Was ich schön finde, hier vorne haben wir dann unsere Propfen. Die sind hier, kommen wir auch gleich noch dazu. Und Anti-Rutschbeschichtung. Finde ich klasse. Sieht gut aus. Wie gesagt, hier auch die Lüftergitter sehen toll aus. Bordwerkzeug ist auch super. Klebt ein Haar dran. Und auch dann schon die Seiten von der mehrteiligen Unterwanne. So, dann gehen wir mal ins Detail. Also, diese Propfen hier vorne sind, wenn der Panzer unter Wasser fährt. Das kommt dann vorne in die Optiken rein und in die, in das Koaxial-MG. Und sind an Ketten befestigt und wird entweder per Hand nachher rausgenommen oder der Turm dreht sich einfach ein Stück und dann fallen diese Propfen wieder raus. Super, dass Revell daran gedacht hat. Ist ein sehr schönes Detail, gefällt mir super. So, hier haben wir dann eine Anti-Rutschbeschichtung und unsere Blinker. Weiter nach hinten kommen wir zu Klappen und Öffnungen für Betriebsstoffe etc. Und hier haben wir auch schon feine Gitter dargestellt und auch hier hinten dieses Lüftungsgitter. Selbst in PE-Teil, also wenn man jetzt das mit dem PE-Teil austauschen möchte, sieht es auch nicht besser aus. Also das sieht sehr schön aus, das gefällt mir sehr gut. Dann kommen wir zu unserem Bordwerkzeug. Schaufeln, Brecheisen und so weiter. Spitzhacke haben wir hier auch. Und unsere Ersatzkettenglieder sehen auch schön aus. Finde ich gut. Von der anderen Seite, na gut, das sieht man sowieso nicht. Also, da merkt man, dass Revell sich erstmal eine neue Form gemacht hat und zweitens, dass sie sich da auch einen Kopf gemacht haben, wie man denn schöne Details auch mal zeigen kann, die man sonst auch hätte zukaufen müssen. Gut, kommen wir hier zu unserer markanten Abgasanlage. Heckplatte, dann die untere Platte von der Unterwanne. Dämpfersystem und Schwingarme ist gleich alles in einem mit bei. Finde ich auch gut. Hat natürlich den Nachteil, dass wir dann hier nicht mehr das Fahrwerk anpassen können, falls wir irgendwie ein Diorama bauen wollen, wo der Panzer auf unebenem Untergrund steht. Aber auch völlig in Ordnung. Die meisten machen das sowieso auf eine flache Base. Dann haben wir hier hinten auch nochmal Bordwerkzeug und Kleinkram etc. Also hier die Schwingarme sehen gut aus, auch gleich Pfeile, wie rum wir sie einbauen müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie am Original auch so sind, aber es wäre völliger Blödsinn, wenn man hier so einen Pfeil drauf machen würde, der am Original gar nicht da ist. Ne? Da ist er. So, unsere Abgasanlage in der einen Variante mit den geteilten Rippen hier und einmal mit den durchgehenden Rippen. Ja, Vorschlaghammer, Beil, also Axt. Dann haben wir hier noch ein Universalschlossöffner. Nee, das ist ein. Oh, jetzt fällt es mir wieder nicht ein. Oh, ein Bolzenschneider. Danke. So, und nochmal ein kleines Beil und Bügelsäge.
Dann haben wir hier hinten unsere Heckplatte. Einmal diese Version und einmal diese Version. Ich glaube, wir haben sowieso nur eine Version. Und dann die Unterseite von der Unterwanne mit Notausstieg des Fahrers. Super. Also nichts zu bemängeln. Es ist nirgendwo großartig. Ein leichter Grat ist, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben auch keine Fischhaut oder sowas. Das finde ich klasse. Dann kommen wir zu unserem Turm mit Anbauteilen etc. Nebelmittelwurfbehälter, MG3 als Flugabwehr, Halterung für Nebelmittelwurfanlage, genau. Dann haben wir hier die Abdeckung für die Kanone, die kommt hier vorne ran. Ja, das ist dann halt eben so eine etwas festere Plane, damit sich dann die Kanone hoch und runter bewegen kann, dass da halt eben kein Spalt ist, dass da irgendwas reinkommt. Dafür ist dann halt eben diese Abdeckung hier. Ja, Luken für Kommandant und Ladeschützen. Und hier haben wir unsere Antennen. Da gehen wir gleich ins Detail. Und hier der Staukorb die Staukörbe am Turm. So, kommen wir gleich mal zu unseren Antennen. Und wie ihr seht, sind diese Antennen hier eben mit diesem kleinen Propfen versehen. Den hat man dann oben drauf gemacht, damit kein Wasser reinkommt, wenn dann die Antenne abgebaut war. Und wenn ihr euch jetzt mal, ich mache jetzt mal bewusst meinen Finger mit da mal ran, wenn ihr euch jetzt so mal das anschaut, wie groß denn hier überhaupt dieses kleine Loch hier ist oder dieses kleine Stückchen, wo ihr diesen Draht da reinbrennen sollt, also das wird nichts. Gebe ich euch Brief und Siegel, das wird nichts. Gut, dann haben wir hier halt eben noch eine Staukiste, auch mit schönen Verschlüssen dargestellt. Unsere Nebelwurfanlage, da kann man dann im Zusatzmarkt noch so eine kleine Metallketten besorgen. Das ist unser MG3. Auf der anderen Seite sieht das auch sehr schön aus. Nämlich so. Eigentlich alle Details, die man haben muss. Nur halt eben Fliegerabwehr, Visier ist nicht hoch. Ja, das ist Jammern auf höchstem Niveau. Sonst, da kann man sich noch was bestellen, dass man, wenn man das möchte, dass man das Fliegerabwehrvisier nach oben haben möchte. Aber in den meisten Fällen, wenn der Panzer eben gefahren ist oder auch so mal steht, ist das meistens eingeklappt. So, dann haben wir hier diese Abdeckplane, auch mit einem schönen welligen Muster. Turmunterseite haben wir auch hier eine markante Delle. Warum ist die markante Delle da? Weil da der Fahrer in der Straßenfahrt seine Position hat, weil er nämlich der Turm nach hinten gedreht ist. Und so hat er mehr Platz für seinen Kopf. Ja. So, da sieht man es. Das ist nämlich die Turmrückseite. Turmoberteil sieht super aus. Schöne Struktur. Was ist ja, weil ja der Turm ein gegossener Turm ist. Und die Details gefallen mir auch richtig gut, die Revell dort mit angegossen hat. Alles super. Winkelspiegel, gut, hätte man vielleicht auch dann nochmal welche aus klarem Material nehmen können. Hier werden sie dann halt eben angemalt. Kann man machen, ja. Und dann geht es auf der Seite weiter. Alles in Ordnung. So, dann kommen wir mal zu kleineren Gussästen. Das waren jetzt hier mit die größten. Wir haben jetzt hier noch Seitenteile vom Panzer, Kleinkram, ne? Tarnleitkreuz, die Seilkauschen, wo unsere Seile reinkommen, unsere T-Zughaken, Ösen, Verschlüsse, Rückspiegel. Dann haben wir hier die gute Frage, jetzt habe ich einen Hänger. Das sind die Rollen, die halt eben die Stützrollen und ja, und unsere Antriebsräder. Die Stützrollen sind dafür da, dass sie die Kette halt oben halten dann, ne? Das sind diese kleinen Rollen, die dann oben drauf sind. Oder die halt unten, die oben montiert sind, wo die Kette oben dann drüber läuft, dass sie nicht durchhängt. So,
Antriebsräder sehen super aus, auch mit den Bolzen und so weiter. Hier haben wir unsere Rückspiegel, Stützrollen, Tarnleitkreuz, T-Zughaken. Dann haben wir hier noch Kleinkram, das sind dann halt eben Kettenverbinder, die an der Seite rankommen. Scheinwerfer und Ösen, T-Zughaken. Ja, dann haben wir die Luke vom Fahrer. Ja, alles in Ordnung, nichts zu bemängeln. Wie gesagt, leichter Grad ist mit dabei. So, unsere Laufrollen sehen auch super aus. Gefallen mir auch gut. Haben hier auch dieses markante Muster, was der Leopard 1 hatte, auf seinen Laufrollen. Und ja, da gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Außer, schaut euch das mal an, das sieht gut aus. Das ist die Innenseite von der Laufrolle und das ist die Außenseite. Auch schön hier mit der Radnabe, wo dann nachher der markante rote Punkt drauf kommt. Hat jeder deutsche Panzer. Und ist auch schön. Wird bei mir immer gemacht. Das ist ein schönes Detail, was auf jeden Fall mit dazu kommt. So, hier haben wir dann nochmal die Optik für den Blick nach vorne. Die Zieloptik haben wir dann hier eben auch mit einer Anti-Rutschfläche. Dann haben wir hier die beiden Optikgläser. Und hier haben wir dann die Abdeckung entweder wahlweise geschlossen oder dann schneiden wir das hier auf. Und dann ist es geöffnet, wie beim Leo 2 zum Beispiel. Ja. Gut, hätte man auch vielleicht als Klarteil nehmen können. Ja, aber man kann es auch mit Farbe bemalen, ist nicht schlimm. So, und hier haben wir dann eben das Oberteil von der Optik, wo dann hier vorne alles dann reinkommt. Und ihr seht hier auch die schöne Anti-Rutschfläche. Sehr schön. Dann kommen wir zum vorletzten und zwar unsere zweiteilige Bordkanone. Auch mit der Thermoschutzhülle, die ist hier drum, damit es halt eben, wenn der Panzer schießt, dass dann halt eben nicht so schnell mit Infrarot der Panzer entdeckt werden konnte. So, und unseren Rauchverzögerer. Ne? Der dann, weil wenn der Panzer schießt, kommt nicht zuerst dann so viel Rauch raus, der wird sich hier drin gesammelt. Rauchverzögerer, Rauchabsauger und das seht ihr dann, wenn der Schuss gekommen ist, dann seht ihr dann hier vorne immer noch so ein bisschen Rauch so rauskommen. Ne? So, hintere Schmutzlappen, Kanonenblende und Seitenschützen auch mit einer schönen Optik, so wie im Original. Sieht auch super aus. Auch hier diese Verschlüsse finde ich schön. Und hier vorne ist es ja auch Gummi. Da ist so eine kleine Welle mit drin. Das ist auch schön. Hier Kanonenrohr. Auch hier die Verschlüsse sehen super aus, weil ja diese Thermohülle ist ja drum herum gelegt und dann halt eben mit Bändern und diesen Verschlüssen festgemacht. Ja, auch hier die hinteren Schmutzabweiser. Da kommt dann hier ein rotes Katzenauge. Und hier unsere Kanonenblende. Und bei diesen beiden Dingern wäre dann dieser Propfen drin, was ich euch anfangs gezeigt habe, bei der Oberwanne, die dann reingesteckt werden für die Unterwasserfahrt. Ja, und hier haben wir dann noch unsere Eisgreifer, die dann vorne auf der Bugpanzerung drauf sind, auf der Oberwanne. So. Last but not least haben wir hier dann unsere A5 Zusatzpanzerung, auch nochmal mit anderen, also auch nochmal mit Antennen. Das ist halt eben das, was Revell mit dazu gepackt hat, eben um ihn dann auf Stufe 5 zu updaten. Dementsprechend auch eine andere Kanonenblende. Das kommt noch auf die Kanonenblende vorne noch mit drauf. Und hier die Seitenpanzerung. Irgendeine Firma, ich weiß jetzt nicht wer, hat das auch aus so einem flexiblen Material. Geht auch. Aber wie gesagt, im Original ist es so eine Gummi-Kevlar-Panzerung ist das. Und hier innen drin kommt dann die Nebelwurfanlage raus. Und hier haben wir dann noch so ein paar
Griffe etc., die dann hier auch nochmal mit rankommen. Aber auch schön finde ich eben ja die Optik. Das sieht gut aus, so wie im Original. Auch schön teilweise versenkt, gewellt und so weiter, wie das dann auch im Original ist. Das gefällt mir echt gut. Sieht super aus. Und hier haben wir dann nochmal das, was dann auf die Kanonenblende oben noch mit drauf kommt. Ja, von den Teilen her war es das. Mehr kommt nicht. Also dieser Bausatz, ich habe ja schon mal den anderen Leopard 1 von Revell gebaut aus der neuen Form. Ließ sich gut bauen. Skill Level 4 ist auf jeden Fall Skill Level 4. Würde ich auch nicht weiter runtersetzen, weil man sollte schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen, wenn man halt eben diesen Panzer bauen möchte. Ansonsten von der Optik her super. Wie gesagt, ich habe ja schon mal einen Leopard 1 gebaut von der Ursprungsform. Und der ließ sich super bauen. Es hat alles super gepasst. Bis auf hier und dort ein paar kleine, ja, Grate, die man wegmachen kann, ist es völlig in Ordnung. Wie gesagt, das olle Abschleppseil hier, das kann man getrost austauschen. Genauso wie die Antennen. Aber ansonsten ist es ein super Modell, wenn halt der Sohn mal Leopard 1 haben möchte oder Fadi, der den Leopard 1 gefahren hat, ist es super toll. Und Anmerkung noch hier an der Seite, die Stangen hier, ich will mich jetzt nicht festlegen, ob es die Rohrputzerstangen sind oder die Tarnstangen, weil viele hatten ja auch Tarnstangen gehabt zum Zusammenstecken, aber die sind nicht in dieser Farbe. Definitiv nicht, weil das würde ja natürlich dann im Feld auffallen. Gut, also alles, was glänzt, gehört nicht an ein Fahrzeug, was im Feld ist, ne? Und dementsprechend waren die Dinger auch dunkel. Tarnstangen, die man zusammenstecken konnte, waren zum Beispiel auch im Olivgrün. Ja, okay, alles klar. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, lasst den Daumen da und ein Abo, falls ihr noch keins habt. Wäre schön, wenn ihr mich da unterstützen könntet. Und es folgen natürlich noch viele weitere Videos. Also, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.